Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Ausgabe von Ask the Artist zur Ausstellung Erwin Olaf – Unheimlich schön. Heute widmen wir uns vor allem Ihren Fragen zu den Emotionen und zur Ästhetik in Erwin Olafs Werk. Na, welche Emotion das Schwierigste ist, das finde ich Lächeln in der Kunst. Weil Lächeln ist gestohlen beim Werben Fotografie. Man kann niemals ein Bild machen mit lächelnden Menschen und man nimmt das seriös. Es ist einfacher, um traurige Leute zu fotografieren, weil dann denken die Leute, das ist seriöse Kunst. Aber wenn jemand lacht auf das Bild, dann denkt man, das ist nicht seriös, das ist Werbung. Ich finde das eine der schwierigsten Sachen, um zu fotografieren. Ich muss mal sagen, dass ein Serie machen mit das Thema Freunde, das ist gleich so schwierig wie das Lächeln. Aber auch finde ich das eine Emotion, die mich nicht so interessiert. Weil wenn ich persönlich bin, alle Arbeit, die ich mache, ist über meine eigenen Emotionen. Und die tiefste Emotion, wo man am meisten mit beschäftigt ist, in privaten Stunden leben, das sind die Melancholie. Meine Mutter hat einmal gesagt, dann sitze ich auf dem Sofa zu Hause und dann bin ich in meinem eigenen Haus und dann will ich zu Hause gehen. Und das ist, was ich fotografiere. Das versuche ich. Das ist die Emotion, die verstand ich ganz genau von meiner Mutter. Dass man viele Stunden hat, viele Tage habe ich, dass ich zu Hause bin, aber ich will noch mehr zu Hause sein. Ich fühle mich unbequem, ich fühle mich melancholisch. Und das will ich mal immer untersuchen in meiner Arbeit. Ich muss mal sagen, dass Emotionen bei den Betrachter auch nach oben kommen, das hatte ich nie erwartet. Weil man kann nicht danach denken, was geht das Bild, was ich gemacht habe, tun mit anderen Leuten. Das kann ich nicht, weil dann fotografiert man nicht hundertprozentig ehrlich. Ich muss machen für mich selber oder einen kleinen Kreis von Freunden und Bekannten. Aber es ist unglaublich Kompliment, ein großes Kompliment, das ich in meinem Leben empfangen habe, dass andere Leute auch Emotionen bekommen, wenn sie meine Bilder anschauen. Dann hat man Dialog miteinander, ohne dass man miteinander spricht. Im echten Leben bin ich natürlich mehr berührt beim glücklichen Gesichten, aber ich finde es interessanter, auch wenn ich selber im Museum bin oder Ausstellungen, um nach traurige, introverte Gesichter mit mehreren Emotionen, die ein bisschen versteckt sind. Und manchmal ist das doch ein bisschen traurig. Ich finde Liebe, das ist wie Lächeln, sehr, sehr schwierig. Nicht kitsch zu fotografieren oder zu malen oder so etwas. Da bin ich sehr vorsichtig damit, aber ich finde es doch wichtig, nicht jeden Tag, aber so ein Bild in der 2-3 Jahren soll über Lieben gehen. Ich denke, dass in Palm Springs, in die Serie, die zwei Jungen, die für sich verabschieden, das ist für mich wahr, wenn ich das machte, war das schon emotional. Und das war ein sehr wichtiges Bild für mich. Das geht über Liebe zwischen zwei Jungen, was ich auch sehr wichtig finde. Aber auch so ein Bild von mir selber mit der Jungen in der Pool, in der Swimmingpool.
Schwimmbad. Aber da ist eine Liebe, die man nicht erreichen kann. Und das ist auch eine wichtige Emotion. Ich denke, dass Liebe, ja, das ist für jeder in uns Leben. Hey, wir wollen gesehen werden, wir wollen mal mit küssen oder zusammen sein miteinander. Ja, das ist super wichtig. So auch in meiner Arbeit. Schule, Ästhetik. Ich bin niemals so interessiert in Schule Kunst oder Frauenkunst oder Schweizer Kunst oder so etwas. Da ist ein Kunst und Ästhetik. Und das kann da ein bisschen so. Natürlich, ich bin ein schwuler Mann, das ist Zufall, und ich mache meine Bilder. Und ich bin natürlich in jedem Bild, das ich mache, da ist etwas von mir drin. Und das ist auch ein schwules Element. Aber das macht es nicht schwules Ästhetik. Und das finde ich auch nicht. Ich finde es langweilig. Ich finde Frauenkunst langweilig. Ich finde schwule Kunst, Ästhetik langweilig. Schwarze Ästhetik finde ich alle langweilig. Das soll mal eine Ästhetik sein, die jeder begreift. Weißt du, das ist am wichtigsten, dass meine Fotografie, hoffe ich, auch etwas tut mit, lass mal sagen, einem Mann, der arbeitet in der Bau. Und da kommt mit seiner Frau und er ist nicht interessiert und dann sieht er das Bild und dann geht etwas in seinen Kopf. Ohne seine Sexualität, ohne meine Sexualität oder meine Ästhetik. Ich finde das super unwichtig. Oh, wie definiere ich Schönheit? Das finde ich immer so schwierig, weil das ist jedes Mal etwas anderes. Das kann in die Augen sitzen. Das kann auch das, ja, der menschliche Schönheit. Ich denke, es hat viel zu tun mit der Energie von der Person. Aber das kann man nicht immer fotografieren. So, das sind auch objektive Kriterien. Ja, diese wie schöne Haut oder Körper. Aber das ist immer, immer abhängig von den Umständen. So, ich finde das super, super schwierig. Aber wenn jemand hereinkommt mit einem Casting oder so etwas und so sehr anders aussieht, dan ich erwartet hatte, aber die Energie hat, dann ist das ein schönes Person. Ich habe natürlich eine Lieblingsfarbe und wie jedermann denke ich blau. Ja, ich denke, dass alle Männer sagen, ich finde blau eine gute Farbe, aber ich habe gelernt von meinem Set-Designer, Flores, leider ist er tot, um die Farbe grün. Weil grün, da kann man alles mit kombinieren. Grün ist eine super schöne Farbe und man hat so viele verschiedene Grüne. So, wenn man in meine Bilder anschaut, von Rain, Hope, Grief und so weiter, dann sieht man oft die Farbe grün auch kombiniert mit anderen. Warum nur Frauen in Moving Portraits? Ich muss mal sagen, oft kann ich meine Emotionen besser ausdrücken, wenn ich arbeite mit Frauen. Ich weiß nicht warum, aber das geht besser. Das geht tiefer, das versteht mich besser. Aber auch mit den Moving Portraits denke ich, bisher, weil ich bin noch nicht am Ende damit, muss ich mal ehrlich sagen, dass wenn man Männer dazu macht, dass die ganze Atmosphäre sich ein bisschen ändert. Jetzt finde ich es sehr zerbrechlich und das finde ich schön, weil jede von den Frauen hat etwas sehr, ja, ist so offen zu der Kamera und so, ja, schüchter. Das fand ich super schön und das war auch genau, was ich kommunizieren will. Und ich denke, dass mit Männern das Machismo, das damit dann ein bisschen kommt, sich dann die ganze Emotion ändert. So, ich habe es gemacht mit zwei, aber wir haben entschieden, die nicht auf diese Ausstellung auszuhängen. Und ich finde diese Kombination, wie es jetzt ist, besser meine Gefühle geben dann
wenn es mit Männern ist. Ich habe nur einen Kohleabdruck in Berlin aufgehängt, weil, muss man sagen, es ist sehr komplizierte Technik, so das dauert sehr lange, bevor man ein gutes Abdruck hat. Aber auch, für mich war es auch ein Experiment, weil ich wollte mal gerne untersuchen, ob man die Emotion sich ändert, so in die Malerei, hä, wie man dickes Gemälde hat oder sehr dünnes malt oder so, hä, dann ändert sich auch die Emotion. In Fotografie ist es so schwierig, das zu ändern beim Abdruck, aber Kohledruck, das ist auch ein super historisches Druck und deswegen auch habe ich es gebraucht mit dieser in Berlin. Aber Kohledruck kann eine neue Emotion kreieren. Es ist klein, es ist sehr reich und sehr präzise. Aber ich denke, dass es nicht für jedes Bild die Auskunft ist. Weil es so schwierig ist, ein gutes Abdruck zu machen. Und dann sieht man das nicht, dass es so intensives Arbeiten ist. So, ich habe nur gewählt für das eine Bild als ein Symbol für die andere. Das Selbstporträt im Wald, ja, das ist von mir aus, ich muss mal super ehrlich sagen, dass ich bin nicht so froh damit. Aber andere Leute, wie Anja Huber und Roger Dieter und Shirley, mein Manager, finde das ein gutes Bild. So, das war ein Kompromiss, um das kleine Format aufzuhängen. Warum finde ich es nicht das beste Bild, das ich gemacht habe? Weil ich finde, ich zerbrenne ein bisschen meinen Finger an Caspar David Friedrich, sein berühmtestes Malerei, Der Wanderer. Und ich finde es zu nah daran, obwohl ich nicht über die Gebirge schauen nach der Zukunft, aber nach Ende des Lebens, lass mal sagen, die Felswand, aber finde ich noch ein bisschen zu ähnlich. Sodass deswegen bin ich nicht super zufrieden über meine eigene Arbeit, aber der Kompromiss ein kleines auf der Wand.